das ist so im oberen Teil rund um den Cluster Kinder als die Zukunft des Schmetterlingsschutzes. Also wie kann man Schmetterlinge als Thema zum Beispiel in die Schulen bringen, Erlebnisräume schaffen für Kinder, aber auch von einem spannenden Projekt haben wir, wie man wissenschaftliche Forschung und Schule, also für die älteren sozusagen Semester auch in der Schule, wie man die beiden Themen zusammenbringen kann. Also sozusagen das als ersten Themenbereich angehen. Dann den zweiten Themenbereich schließe an, und das ist auch von diesem Tisch gekommen, diese Kammer, diejenigen Menschen, die Landschaft, die Gärten, die Parks, das immer pflegen, nutzen, wie kann man hier größere Sensibilität schaffen für Biodiversität und für den Schutz der Schmetterlinge. Da sind wir dann gekommen auf die zum Beispiel die Ausbildung der Gärtner, aber auch landwirtschaftliche Fachschulen, wo das Thema Biodiversität und was sind zum Beispiel eben Leitpflanzen für Biodiversität, noch zu kurz kommt aus unserer Sicht, also sozusagen hier einen Fokus hinsetzen in die Ausbildung. Und als drittes hat unser Voting gewonnen, ein Konzept, das sich hoffentlich die Frau Dieter Kühner gleich aufgestellt hat, ein Stickerheft für den Schmetterling. Dass man an der Kasse nicht nur sozusagen die Fußballbilder macht, sondern die